Einzige, was ich dann dort eventuell nicht machen kann, wäre wahrscheinlich abzuladen, aber das wäre ja nicht so schlimm, finde ich. Leck, 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 leck. Um sie, bitte. Oh, upsala. Keiner raus, keiner rein, also Vollgas. Okay, jetzt nicht ganz Vollgas, aber. Nächste Haltestelle, Landerweg. Die 950 ist ja auch eher so ein Überland-Ding. Naja, aber jetzt zu euch. Wie habt ihr denn so euer Silvester verbracht? Ich habe ja mal vor einem Monat hier bei meiner Freundin verbracht. Und habe da Silvester mit ihr gefeiert zusammen. Was schön war. Nächste Haltestelle, Deichgraf. Was ich dann auch gerne mal wieder mache. Es ist etwas, was mir Jahre zuvor halt auch gefehlt hat. Mit jemandem zusammen feiern und. Ah ja, allgemein auch. Den Menschen an meiner Seite zu haben, den ich liebe. Und da bin ich froh, dass ich sie habe. Auch wenn es eben nicht immer ganz so leicht ist zwischen uns beiden. Muss sagen, das gefällt mir hier so gut. Ich habe auch aus Gründen der 950 ausgewählt, weil ich keine Freundin mehr hatte und ich bei meiner Freundin auch nicht mehr aufgenommen habe. Weil die Woche wollte ich dann halt eben dann doch lieber mit ihr verbringen. Da wollte ich das dann nicht mit YouTube vergeuden. Die Zeit. Aber sie wird ja jetzt bald. Naja, was heißt bald? Nächste Woche schon hier sein. Wieder mal. Okay, was heißt wieder mal? Das klingt so negativ. Was es nicht sein soll. Weil ich liebe meine Freundin. Ich will sie hier haben. Weil möchte ich dann auch lieber die ganze Zeit sein. Weil München ein Ort ist, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle. München ist für mich mehr als nur eine Stadt in Bayern. München ist für mich quasi Urlaub. Und halt eben auch mal was anderes kennenlernen. Anderen Dialekt. Muss ich auch daran gewöhnen, dass man zu Brötchen dort unten Semmel sagt. Wobei, ich habe mich ja daran gewöhnt, aber ich muss dann doch meinen Senf dazugeben, dass es Brötchen heißt und nicht Semmel. Das ist immer eine nette Diskussion. Es heißt Brötchen. Ein Sammel. Ah, herrlich. Generell haben die Bayern ja auch viele andere Bezeichnungen für etwas. Wie zum Beispiel viel Frikadellen. Nein, ich werde da jetzt nicht drauf eingehen, weil. Es heißt Frikadelle und nichts anders. Genauso wie für Berliner, das heißt auch anders. Achso. Oh Gott, so was Enges hier?
Okay, das ist wahrscheinlich auch eine 30er-Zone, ne? Sollte man vielleicht auch 30 fahren. Aber diese Gegend gefällt mir auch ganz gut. Generell finde ich, dass die Fahrt sehr, sehr schön gemacht wurde. Vieles wurde überarbeitet. Beziehungsweise was der neue Abschnitt wurde nochmal um einiges besser gebaut als die alten Abschnitte. Den sollten wir vielleicht vorlassen. Und da bin ich ja mal dann gespannt, wie es dann auch mit, na, wie heißt die eine nochmal? Wow. Wow vor 2 dann wird. Da wurde ja auch vieles umgekrempelt. Da bin ich ja mal gespannt, wann die kommt, die Map. Ich habe mich jetzt auch schon lange nicht mal in Omniforum mich umgesehen, deshalb weiß ich da aktuell nicht, wie da der Stand ist. Weißt du, wie Lotus der Stand ist? Weil sie dort quasi noch ein bisschen mehr gezeigt haben davon, wie was gemacht wird. Beziehungsweise wie Objekte und so weiter. Quasi eine Bibliothek erstellt wird, weil man ja jetzt auch durch Lotus dann auch mit mehreren Leuten zusammenbauen kann, dass man ungefähr den gleichen Stand hat und die Objekte gleich sind. Ah. Und das finde ich doch sehr schön, dass dies möglich gemacht wird. In Lotus. Dementsprechend ist das auch gleich mit den Fahrzeugen. Nächste Haltestelle auf dem Bruchholz. Glaube ich zumindest. Ich habe mir das Video noch nicht ganz komplett angeschaut, weil es ist zwar momentan viel Zeit zum Durchschauen, aber dann habe ich dann doch wieder andere Dinge im Kopf, wie zum Beispiel Lesen. Ich habe jetzt Tribute von Paden, die Trilogie, angefangen. Buch 1 habe ich jetzt fertig gelesen. Ich werde dann jetzt auch demnächst auch mit Band 2 anfangen. Band 3 muss ich mir dann noch zulegen dann, bei Gelegenheit. Aber das ist ja jetzt nicht so das Problem. Und ich habe auch ein Buch aus der Trilogie Die Bestimmung mir geholt. Die werde ich dann auch dann anfangen zu lesen. Aber da muss ich dann erstmal schauen, weil ich das, weil ich den dritten Band mir hole. Oder ich nehme halt eben das Hardcover-Buch erstmal von meiner Freundin. Wobei Hardcover mag ich nicht so sehr. Ich. Oh. Nein, 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 nein! Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein? Mann! Wenn man ein neues Programm man sollte nie aufnehmen und ein neues Programm installieren. Oh Mann, das ärgert mich gerade. Gerade kurz vor Endhaltestelle, ey. Da geht raus. Oh Mann. Das ärgert mich jetzt. Ja. Naja, wie dem auch sei, ich werde mich jetzt verabschieden. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Omni 2, der Omnibus-Simulator. Tschüss.